Und ich hoffe, wir werden auch Teil 2 gut überstehen, nachdem wir den Teil 1 ja wirklich in einem unglaublichen Speed durchgespielt haben, sozusagen. Which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Okay. Das war damals übelst cool, denn ich habe mich da am Anfang erstmal halb selbst umgebracht. Mittlerweile weiß ich, dass das Ganze ein bisschen einfacher geht. Aber ich finde allein die Idee ist schon nicht schlecht. Ziuk. Nun gut, jetzt können wir hoch. Da wir das aber jetzt noch nicht machen sollen, schließen wir dabei mal ein Portal da oben hin. Und dann dahin und schon kommen wir nach oben. Not bad. I forgot how good you are at this. Tja. You should pace yourself though. We have a lot of tests to do. Oh nee. Eigentlich bin ich jetzt fertig mit der Schule. Ich hatte am Donnerstag meine letzte Prüfung, also wieso kommst du jetzt dann da? Hm? Was soll das? Was soll das? Willst du mich verkackeiern? This next test involves discouragement redirection cubes. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. Okay, da ich jetzt denke, dass wir jetzt schon wieder in einer neuen Folge sind, begrüße ich euch hier zum dritten Teil der Let's Play Portal Reihe. Let's Play Portal 2 Reihe. Und wir sind jetzt im Moment bei einem kleinen schwierigen Punkt angekommen. Wir müssen versuchen, darüber zu kommen. Wir könnten jetzt springen oder wir portalatieren uns einfach da mal rüber. Zack. Und zack. What the fuck? Hat's den Würfel jetzt gar nicht rübergezogen? Nein. Verpiss dich! Scheiße. Ich hab die Portals richtig gut platziert. Ah, okay. Dann gehen wir halt beide gemeinsam durch. Und machen es einfach so. Ich weiß nicht, wie wir da sonst drüber kommen sollten. Weil springen wäre ja viel zu offensichtlich. Ich glaube, was das Gehirn verteilt wurde, war er gerade Gassi oder bei McDonald's. So. Now, wie stehen vor einem anderen Punkt? Ah, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wie es gehen müsste. Kann man da sogar... Ah, nein, nein. Ich habe mir eigentlich gerade gedacht, ob man da nicht... Ja, man kann sogar... kann ich nicht. Ich möchte ganz gerne... Okay, man kommt nicht hin, aber egal. Well done. Here come the test results. Wir haben es geschafft. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Ich, ein schrecklicher Mensch, das kann ich mir fast nicht vorstellen. So wie so liebenswürdig ich immer bin, du scheiß Person. Ja, hast dich jetzt gedisst gefühlt? It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Okay. Ja genau, räumen hier erstmal zusammen. Ja. Und der Zusammenräumen versteht meine Mom da meistens was anderes. Lol, wo geht's hier hin? Ich habe ein Radio gefunden. Lol, ich glaube, hier bin ich gar nie hingegangen. Oder muss man da vielleicht sogar runter? Hm, sehen wir dann schon. Okay, ich muss erstmal da hoch, denke ich mal. Springen rüber.
Was mache ich damit? Da auf. Und dann so. Und so. Congratulations. Yeah. Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Ich bin einfach der Beste. Noch. Schauen wir mal, wie es in Kapitel 6 oder so aussieht. Wenn dann die schwierigeren Aufgaben mal drankommen. One moment. Mach hin, wir haben ja nicht Ewigkeiten Zeit. You're navigating these test chambers faster than I can build them. So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Ich zerstöre die Anlage nicht, mein Freundchen. Ich bin derjenige, der sie benutzen muss. Unfreiwillig. Du hast deinen Teil vergessen. Sieht nicht geil aus, genau hier. So. As you can see, wir müssen darüber, da die Messung. Genau. Und zack. Dann gehen wir wieder hier rüber. Dann machen wir uns hier einen Wurfel. Gehen wir wieder dahin und Oha. Ich weiß, okay. Wie hat das damals gleich nochmal funktioniert? Wir holen uns erstmal einen neuen Würfel, würde ich mal sagen. Genau. Und den Würfel, den teleportieren wir uns erstmal rüber. Zack, zack. Ja. Dann müssen wir das Teil wieder rumfahren. Dann schon. Zack, zack, zack. Und dich nehmen wir auch mit. Würfel da hinlegen. Zack. Dann müssen wir jetzt gleich springen. I'll give you credit. I guess you are listening to me. Wir haben es geschafft. You don't have to go that slowly. Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Wie ich bin reich. Ich bin bereit für jeden Test, den du mir vorlegst. Ich mache immer das Ganze innerhalb von 2 Sekunden durch. Ich nenne das Ganze ein Quickie, aber das kann jeder für sich namensrechtlich was auch immer machen. Cool, davon ist ein Würfel. Okay. This next test involves the Aperture Science Aerial Faithplate. It was part of an initiative to investigate damit herausfinden, wie Testobjekte Probleme lösen können, während sie im All katapultiert werden. Das Ergebnis lag gar nicht. Also dann, viel Glück. Good luck. Dankeschön. Also, für uns würde ich mal sagen, ist das Ganze überhaupt kein Problem. Boink. Okay. Ich muss warten. Zack. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so geplant ist eigentlich. Aber ich denke schon. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little and pump it back in. Keine Luft, es wäre viel zu teuer. Wenn CO2 aus dem Raum frisches ein wenig auf und pumpen es zurück. Ich finde das cool.
meine eigenen Abgase zu atmen. Ist da irgendwie. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplate. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. Also hier ist das Wahnsinn, da ist das viel. Wie schlecht diese Räume hier designt sind, das ist sehr. Boink. Boink. Zank. 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 Okay. Ja, brauchen wir nicht. Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash in them. Standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Den ganzen Weltraumschrott, den kannst du selbst behalten. Wunderbar. Du kommst hoch. Da machen wir das so. Wunderbar. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Ja, ich finde das nicht so nett, wenn du mich einfach als Müll bezeichnest. Also, ich weiß nicht, aber manche Leute können sich dadurch ein bisschen angepisst fühlen. So wie ich gerade. Wenn du meine Gefühle verletzen wolltest, dann hast du es jetzt geschafft, okay? Piss dich, du komische Frau.